Herzlich willkommen zu unserer astrologischen Juli-Prognose 2021. Wir haben einen sehr ereignisreichen Monat, in dem sehr intensiv gelebt wird, das Aufleben. Man wird es überall spüren. Und der Monat beginnt zunächst einmal allerdings sehr, sehr kritisch. Mars steht in Opposition zu Saturn und gleichzeitig im Quadrat zu Uranus. Wirksam ist das Ganze zwischen dem 1. und 5. Juli, also zwischen in diesen Tagen, vom 1. bis zum 5. Es ist sehr stark spürbar, diese Aggression, diese Anspannung. Mars Saturn, da will man ja alles Mögliche erzwingen. Bei Mars Uranus, da geschehen oft Attentate, Affekthandlungen, da kann man sich nicht mehr zusammenreißen, da passieren Voreiligkeiten. Es ist eine brandgefährliche Zeit mit Unfalltendenzen, mit Gewaltexzessen in der ganzen Welt. Es ist ungut einfach diese Tage. Und angesprochen ist natürlich wieder einmal das Saturn-Uranus-Quadrat, das uns ja das ganze Jahr über begleitet hat und das diesen starken gesellschaftlichen Konflikt, diesen Riss, der durch die Gesellschaft seit der Pandemie geht, anzeigt. Ich habe es schon oft, bin schon oft darauf eingegangen. Es ist auch das Anzeichen dieser Umbruchszeit, in der wir uns befinden. Saturn ist die alte Welt, Uranus die neue. Es wird viele Neuerungen geben, die sicher nicht alle gut sind. Es werden aber auch alte Dinge endlich überwunden, wobei auch die alten nicht alle schlecht waren. Aber es tauchen halt einfach riesige Konflikte bestehen zwischen den Menschen, die schon immer da waren, die nur durch diese Pandemie nun an die Oberfläche, ans Tageslicht gekommen sind. Und auf sozialer Ebene, in politischer Ebene, überall tauchen diese Konflikte zwischen vielleicht mehr ganzheitlich denkenden Menschen, zwischen mehr Wissenschaftsgläubigen auf, aber auch in allen anderen Lebensgebieten können sich diese Konflikte auftun und die werden nun eben durch diesen Mars entzündet. Also sehr kritische Tage zwischen dem 1. und 5. Am 5. haben wir glücklicherweise aber auch einen günstigen Uranus-Einfluss. Die Sonne steht im Sextil zu Uranus und das heißt, es können dann doch noch die einen oder anderen Konflikte gut ausgehen. Es können Auswege aus Krisen gefunden werden. Und zwischen dem 6. und 9. Juli ist schon wieder dieses Saturn-Uranus-Quadrat angesprochen. Und zwar diesmal auf Beziehungsebene, denn nun steht Venus Saturn gegenüber in Opposition Saturn und gleichzeitig im Quadrat zu Uranus. Und das heißt, jetzt verlagert sich dieses Alte und das Neue eben auf diese Beziehungsebene. Und für jede Beziehung ist es ja wichtig, dass sie sich immer wieder ändern kann, dass wir immer wieder neu beginnen, dass wir immer wieder neue Ansätze finden, dass wir uns auch neu immer wieder entwickeln dürfen in einer Beziehung. Und wenn das alles nicht mehr da ist, dann gerät sie in eine Krise. Und wenn man aus dieser Krise nicht herauskommt, dann ist sie irgendwann mal tot. Und so kann es sein, dass zwischen dem 6. und 9., wo auch das Neue in Beziehungen gefordert wird und das Alte bremst oder sehr stark da ist, dass in diesen Tagen eben sehr viele Trennungen geschehen, passieren können. Zumindest gibt es sehr viele Auseinandersetzungen auf Beziehungsebene. Das ist gewiss. Und am 10. haben wir dann aber glücklicherweise einen sehr schönen Neumond im Krebs und er steht ja für Neubeginn. Im Krebs bezieht er sich vor allem auf familiäre Dinge, auf Konflikte, die man da vielleicht bereinigen kann, wo man neu durchstartet und sagt, vergessen wir die Streitereien, fangen wir nochmal von vorne an. Also so Neumond ist ja immer wieder, wie gesagt, dieser Neubeginn, den wir nutzen sollten. Und in den Tagen um den 13. taucht schon wieder Venus auf, aber nun diesmal in volle Lebensfreude, volle Lebenslust. Denn diesmal treffen Venus und Mars am Himmel zusammen im Löwen. Da hat diese legendäre Konstellation, diese legendäre Konjunktion zwischen Venus und Mars, wo sich das
das weibliche Venus mit dem männlichen Mars vereinigt, eine unheimliche Triebkraft, sexuelle Stärke, Anziehungskraft. Und Menschen, die sich da verlieben in diesen Tagen, die haben das Gefühl, die haben den Partner des Lebens getroffen. Und das kann auch jetzt tatsächlich sehr oft so sein. Allerdings unter Venus Mars gibt es nicht nur diese schönenden, berauschenden Momente, es können auch Liebesdramen entstehen. Denn wenn ein Paar zusammen ist und der andere verliebt sich vielleicht in jemanden, können eben auch massive Konflikte entstehen. Auf alle Fälle ist es, wollen wir das Positive sehen, ein Aspekt der Lebensfreude. Und wir sollten in diesen Tagen mit unserem Partner etwas Besonderes planen. Wir sollten die Zeit genießen, wir sollten gut essen gehen, guten Wein trinken. Also wirklich unglaublich intensive Tage in diesem Sommermonat. Und um den 17. heißt es wieder aufgepasst, da offenbart der Juli wieder eine eher dunkle Seite. Da steht die Sonne Pluto gegenüber. Und das ist ja immer das Leben und der Tod, die Verneinung Pluto und der Aufbruch, die Sonne. Und da ist schon immer so eine Spannung in der Luft, die zu vielen Machtkämpfen, Konflikten führen kann. Um den 20. dann wieder ein Aspekt, den wir uns auch unbedingt notieren sollten. Merkur im Krebs steht im Sextil zu Uranus und das bringt tolle neue Gedanken, Ideen, blitzartige Erkenntnisse. Unsere Intuition ist immer unter Merkur-Uranus-Sextil sehr stark angesprochen. Also Menschen, die das jetzt im Horoskop haben, die haben das immer. Aber jetzt ist es eben zeitlich da von der Energie. Und wenn wir in diesen Tagen um den 20. uns mit Menschen, mit nahen Menschen zusammensetzen, mit interessanten Personen, über Probleme sprechen, Auswege suchen oder neue Geschäftsideen versuchen zu entwickeln, dann kommen da blendende Ideen. Also deswegen ist auch das ein wichtiges Datum, die Tage um den 20. Am 24. dann Vollmond im Wassermann. Und das ist ja auch immer ein sehr energetisch starker Vollmond, wenn der im Wassermann steht. Und auch jetzt brauchen wir viel Luft, viel Bewegung, viel Freiheit. Dieser Wassermann-Mond motiviert uns, unbekümmert zu leben. Also auch in diesen Tagen bricht das Leben voll auf. Und wir müssen allerdings aufpassen, denn am 25. ist ein Merkur-Pluto-Opposition. Die geht also mit diesem Vollmond einher. Und Merkur-Pluto ist immer so ein bisschen Streit- und Rechthaber-Aspekt. Da wird viel debattiert, aber auch sehr viel eben sich auseinandergesetzt und tendenziell gibt es immer relativ viele Unfälle unter diesem Merkur-Pluto-Spannung und gefährlich ist vor allem der Abend des 25. Achten Sie darauf mal, da sind relativ große Spannungen, da ist das gerade genau diese Merkur-Pluto-Opposition und Mond steht auch noch in Opposition zum Mars. Also das ist ein gefährlicher Abend, der 25., eine gefährliche Nacht. Und eine Neuigkeit gibt es auch noch, eine wichtige, am 28. wechselt Jupiter nochmal bis zum Jahresende 2021 in den Wassermann zurück, bevor er sich dann endgültig in den Fischen festsetzt. Jetzt im Wassermann wird wieder der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, nach sozialen Reformen laut. Da gibt es ja auch viele wichtige Ansätze, Erfordernisse in Deutschland, denkt man an die schlecht bezahlten Pfleger, Sozialberufe und so weiter und so fort. Also da ist ja einiges Nachholbedarf da und Jupiter im Wassermann hilft uns überhaupt wieder so unsere Freiheit zu finden. Da wird auch dieser Ruf nach Freiheit und das Einfordern von Rechten, die uns vielleicht verloren gegangen sind, noch lauter. Also da kommt auch wieder einiges auf uns zu. Ich will Ihnen noch etwas über unser Astrokolleg erzählen, über unsere Astrologie-Schule. Wir haben seit einiger Zeit einen neuen Seminarraum in Diesen am Ammersee in wirklich schönster Umgebung.
Und solange unsere Schule, unser Fernkurs existiert, haben wir seit über 25 Jahren, haben wir immer diese Kombination gehabt in unserer Ausbildung zwischen Fernkurs, Fernstudium und diesen freiwilligen Seminaren, wo man sich auch mal trifft und persönlich auseinandersetzt und wo man auch sieht, wie Astrologen eben konkret arbeiten. Und eben diese Seminare finden jetzt in wunderschöner Urlaubsgegend, Umgebung statt. Und diese Kombination ist deshalb gut. Wir haben ungefähr an die 10 Seminare im Jahr angeboten. Und wir sind fast immer bei unseren Preisen geblieben, seit vielen, vielen Jahren, vor allem unser Fernstudium. Wir setzen auf Nachhaltigkeit, auf das Lernen ist das Zentrum unseres ganzen Verlages. Das ist das Wichtigste, unsere wichtigste Aufgabe, meine wichtigste Aufgabe. Und wir würden uns freuen, wenn Sie an unserem Kurs teilnehmen, wenn Sie einsteigen. Sie können jederzeit einsteigen. Sie können sich die erste, zweite Lektion, wo immer Sie einsteigen, dann auch mitnehmen in den Urlaub und dort Ihre Hausaufgaben erledigen. Das ist der Vorteil des Fernstudiums, für das man immer sehr viel persönliche Zeit auch braucht und Interesse braucht. Es ist wichtig, dass man selber sehr viel nachdenkt, studiert. Deswegen sehen wir das Fernstudium als eine ideale Ausbildung, eben auch in Kombination mit diesen Seminaren, die allerdings freiwillig sind bei uns. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen, aber hoffentlich auch sehr glücklichen Juli 2021. Machen Sie es gut.